Moin Leute. Guten Tag. Weiter geht's mit Reise nach Nordland, die dunkle Burg. Szenarien, ja. Richtig. Dunkle Burg. Ja. Srock spielt. Genau. Jetzt hatten wir das letztes Mal. So, jetzt. Letztes Mal war das das Dorf Massaker. Aufgebaut. Jetzt kommt der Teil, wo wir unsere Armee aufbauen und dann die. Dunkelländer hier. Schade, dass wir keine Necromancer sind, denn erledigen. Die ganzen Skelette, die da liegen, wären doch schon mal eine gute Armee. Das wäre auf jeden Fall eine gute Armee. Aber wir müssen in den Baracken Zivilisten umbauen. Aber die müssen ja nur. Wie alt sein? 14? 11. 11. Und dann werden sie in den Krieg Elfjährige geschickt. Soldaten werden in den Krieg geschickt. So wie sich das gehört. Wie sollen die denn sonst zu einem richtigen Mann aufwachsen? Richtig. So. Irgendwann ist halt die Zeit für jeden gekommen, ne? Ja. Ah. Was ist das denn? Das ist eine verbesserte Stein-Dinge. Was ist da oben? Was ist das? Ja. Nein, das ist ein Lagerhaus. Achso. Level 4 Lagerhaus oder was? Level 3. Level 4 gibt's nicht. Schlecht, ja, soweit habe ich eigentlich alles. Ich habe meine Nahrung, ich habe 2 Bäckereien, eine Viehzüchterei, ich habe 2 Wohnhäuser. Ja, alle produzierenden Gebäude sind soweit vorhanden. Und eine Brauerei, die mir Met gibt. Denn wir spielen hier auch auf Easy. Auf Easy, das heißt, die Soldaten haben, müssen essen. Richtig, die Leute haben Bedürfnisse, müssen essen, schlafen, trinken, reden. Ja. Schmiede müssten sogar noch beten. Ach, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir sogar ausgetestet hier, ob die Defenses von den Typen noch stark sind. Und die ist immer stark. Leider. Ja. Ah. Ja. Was meinst du, was brauchst du da für eine Armee für? Um die zu besiegen, Idioten? Einmal hatte ich um die 200, das war dann aber auch ein bisschen schon um die zu 200. Viel. Das war dann aber auch zu viel. Das dauert doch ewig, bis du so viele Leute hast. Das war dann etwas zu einfach. Alter Schwede. Nicht schlecht. 200. Das ist schon, so, das Maximum, was man auswählen kann, liegt bei 300 Soldaten. Das hatte ich auch schon hier. 300 Soldaten? Mhm. Meine Fresse, du. Ja. Da hatte ich echt geklickt. Ich meine, guck mal, das Spiel, das laggt jetzt schon. Ja, das stimmt allerdings. Mit 300 aber ja Soldaten. Alt. Aber es ist ja auch sehr alt, ne? Ja, sehr alt. Naja, sehr alt. Es ist von 2002, glaube ich. Das ist wie überhaupt nicht alt. Ja, ein Videospiel. Dann war das eigentlich für die damalige Zeit ziemlich scheiße sogar. Ja, das kann man sagen. Aber es ist ja mit Liebe gemacht, man sieht das doch. Ja, gut, ne? Es ist doch wunderschön. Divine Divinity war mit Liebe gemacht. Also ich find's schön. Divine Divinity, das war das Spiel, mit dem ich groß geworden bin. Und das war mit Liebe gemacht. Mir gefällt's. In jedem Detail steckte der Teufel oder so. Ach, da oben ist noch so ein Honigding, was zum Teufel. Genau, das brauchst du fürs Met, genauso wie Weizen. Ne, Met, Wasser. Wasser. Sieht aber sehr komisch aus. Wie die ganzen Geschichten hier. Echt? Ja. Ist irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen, scheint es fast. Dein Dorf. Echt? Ja. Weil es ist, dann hat scheiße eben nicht ist. Das gewisse Etwas, wie meins zum Beispiel, ja. Du hast Mainz drei hat Gebäude. Mainz hat diesen Zusammenschluss von einer Gemeinschaft, die zusammen die Gärten, was weiß ich, pflegen oder was auch immer. Also auf Johnny Fall, hat die Kampagne angefangen und da sein Dorf schon gebaut und da sind ungefähr 3 Gebäude drin oder 4. Ja gut, da waren 3. Da Gebäude. Waren, er hat nämlich verloren. Verloren würde ich das jetzt nicht nennen. Du hast verloren. Ich wurde in meinem Sieg bestohlen. Nein, du hast verloren. Also, okay. So ziemlich erbärmlich. Jetzt langsam tut's weh. Okay? Ah. Mach du mal deine Kinder. Deinem Helden hat's auch weh getan, als er gestorben ist. Scheiß Helden. Was sind das denn für Helden, wenn die sterben und dann. So, jetzt und dann das ganze verdammte Königreich in. Dann sind das doch totale Scheißhelden. Natürlich weißt du, sind das Scheißhelden. Die sollten doch nicht nach draußen gehen, wenn ihr Tod das. Den Untergang vom ganzen Königreich bedeutet. Kaiserreich. Ich bin Kaiser. Du bist kein Kaiser. Natürlich bin ich Kaiser. Jetzt muss ich gerade was. Das war mein erstes Kaiserdorf. Austesten. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie man das macht.
Ich habe jetzt den. Du hast doch schon Met verteilt, oder? Carrier? Ja, warte. Ich würde aber gerne das so einrichten, dass der von dem. Von dem Bienenstock in die. In die. Brauerei. In die Brauerei. Das trägt, damit das einfach schneller geht. Damit es schneller geht. Halt die Klappe. Aber ich weiß nicht mehr, wie man das jetzt einstellt. Ach. Tja, blöd, ne? Irgendwie ja. Allerdings, ich muss mal gerade gucken, sonst lasse ich es einfach. Ja. Naja, gut, ich finde es jetzt nicht mehr. Ich muss zu Hause nochmal gucken, wie das war. Ja, ja, also, dann, musst du dann würde es halt einfach schneller gehen, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Bau doch mal eine Mauer irgendwo hin. Nee. Aber so ein kleines Fort. So ein Fort. Ich baue keine Mauern. Was haben wir hinter uns? Einfach nur so eine Mauer und da mittendrin so ein Turm. Mit so allen Typen drin. Das werde ich später mal machen. Mit, das kannst du mit dem Penner Olaf. Mach das. Der hat sein eigenes Fort. So, die Dunkeländer kommen schon gar nicht mehr dazu, mich anzugreifen, weil sie permanent bombardiert werden, wie man hier sieht. Oh, cool, ja. jetzt sind sie alle weg von zu Hause, dann kannst du ja jetzt reingehen. Also sie werden halt hier von den ganzen anderen. Du brauchst echt nur einen Soldaten. Also angegriffen. Und in Schach gehalten. Schade eigentlich, dass es da noch keine Spionage gibt hier. Naja. Oh, die sind jetzt schon hungrig. Oder was auch immer. Ja. Gott. Ja, ich kann dir nur raten, dass du ein bisschen vorsichtig bist mit der dreifachen Geschwindigkeit. Ah, oh, das ist kein. Denn so Leute, die können ganz schnell sterben, ne? Weiß ich zufällig. Ja, hab ich mal hast die Erfahrung gemacht, ne? Ja, habe ich die Erfahrung gemacht. So. Ja. Da waren die ganz schnell weg. Aber gut. Es soll ja auch nicht langweilig sein. Eben. Und jeder weiß ja, wenn man in ein anderes Dorf, wenn man ein anderes Dorf besuchen geht, dann sollte man seine ganze Armee mitnehmen. Das können ja Schlangenmenschen angreifen. So ist es. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Huch. Ich habe insgesamt 70 Männer. Das heißt, ich brauche 70 Meter, damit jeder was abbekommt. Ja, fast. Gut. Dürfen die Frauen kein Met trinken? Tatsächlich kriegen sie gar nichts. Nein, sie können echt nichts ausgerüstet bekommen. Okay, das ist. Sie haben keine Ausrüstungsslots. Alles klar. Sie können die auch nicht tragen mit den schwächlichen Weiberarmen. Das geht ja nicht. Oh. Wäre ich vorsichtig. So ein bisschen Met. Guck mal, ich habe einen Tempel gebaut. Da wäre ich vorsichtig. Schön, ne? Was? Nee, das sieht eigentlich ehrlich gesagt. Was ist das denn für ein. Wen bittest du denn da an? Mich. Das ist eindeutig ein vogelartiger hier, Gott. Die Leute hier beten mich jetzt an. Wir haben doch eben schon festgestellt, also in der Kampagne haben wir schon festgestellt, dass du eigentlich ein Fischmensch bist. Ach ja, stimmt. Oder in der Magiker oder irgendwo. Deswegen kann das ja schon mal nicht du sein. War das nicht beim Magiker? Ja, genau. Ah. Ja, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so gut. Ich weiß. Ich bin ja eher so in Goldfisch-Richtung, so vom Gedächtnis her. Jetzt kriegen wir aber hier ein paar Problemchen. Wieso, du hast doch eine Armee. Aber ich glaube, die kommt von unten. Ich habe nur ein Wachturm. Ja, oder sie laufen... Sie hauen wieder ab, weil sie wieder angegriffen werden. Das ist das Schöne. Tja, da haben die direkt Angst gekriegt. Huch. Nein, ich wollte Schau mal, du hast ja jede Menge Scheiße. So, hierhin wollte ich. Nein. Die Defense Tower. Nummer 2. Awesome. Cool, du kannst ja noch. Du kannst ja noch zwei umsonst bauen, oder was? Ja. Was brauche ich nicht? Was ist denn Kettle Farm? Das brauche ich. Achso, Viehzüchterei da rein. Ja, natürlich. Kettle Farm. Ja, natürlich, sagt er da. Ja. Sag mal noch, brauche ich noch irgendwas? Was? Ah. Das ist für die Pilzerei. Nein, Kräuterzüchterei. Vielleicht auch Pilzerei. Pilzerei. Ich kann noch eine Warum Schule ist keine Pilzerei? Hier, Schule! Oh mein Gott! Warum baust du eine Schule? Tja, einfach nur. Jetzt hast du weniger Soldaten oder was? Jetzt hast du nachher da so einen Anwalt stehen? Ja. So einen elfjährigen Anwalt? Ja, wenn die mich dann angreifen, verklage ich die halt einfach. Dann verklagst du die, ne? Ja, sind ziemlich doof gelaufen. Ja. Dann sehen sie mal, was sie davon haben. Was soll das?
Ja, gut, ne? Ist auch mal eine Herangehensweise. Muss man respektieren, scheinbar. Eben. Ich muss immer noch sagen, dass ich die Architektur von dem Schwarzen Turm deutlich schöner finde als von unserem. Soll ich meine Leute mal unterstützen, meine Verbündeten? Ne. Guck mal, die greifen hier richtig gut an hier. Was haben die denn jemals für dich getan? Auch wieder wahr. Das ist Ellbogengesellschaft hier. Ja, ist wirklich so. Ist echt traurig. Ich meine, der Erste, den ich als Turm zerstört, den kann er dann selber bewohnen. Darum geht's ja nicht, oder nicht? Ja. Jeder möchte in einem Turm wohnen. Ja, eben. Türme sind cool. Ja. Sonst, wenn du Magier bist. Magier? Magier. Also, ganz normaler Mensch, der Magie herstellt. Achso, ja. Stimmt. Hast eigentlich recht. Der hat dann seine Ruhe. Genau. So. Schön mixen. Holt euch Holzwerkzeuge. Ach was, du hast Holzwerkzeuge? Ja. Ziemlich viele sogar. Zum Beispiel Holzschaufeln, Holzpickaxes. Holzschraubenzieher. Holzschraubenzieher, ja. Ja. So was hab ich auch. Viele Schrauben damit. Ja, Holzschraubenzieher hast du? Ja. Echt? Wow. Hättest du auch gerne? Oh. Nee, ich hab die magnetischen, damit die... Der hat ja gar nichts mehr hier. Huch. Was ist denn los mit dem? Was machst du denn da oben überhaupt? Ich weiß es nicht. So. Warum hat er den Stern über dem Kopf? Das ist seine Erfahrung. Er hat einen Stern Erfahrung. Nee, er hat 100% Erfahrung. Oder? Echt? Ja. Wow. Also ist er jetzt 100%ig effektiv oder was? Ja, er baut halt schneller ab. Nice. Den behalte ich im Auge. Halt. Da ist der. Siehst du? Wow. Tja, da staunst du, ne? So geht das hier mit den Soldaten. Ja, ich staune. Ich hätte es ja alles friedlich gelöst. Ja. Aber gut. Mit Diplomatie, ne? Mit deinem Anwalt. Ja, ja, komm. Nee, dein Anwalt. Ach ja. Ich hätte gar keinen Anwalt gebraucht. Was hast du denn gemacht? Ich hätte die ganzen Frauen rübergeschickt. Dann würden die irgendwann überreden, weil du weißt ja, du kannst keine Diskussion mit einer Frau gewinnen. Stimmt. Und sie würden einfach eine Diskussion anfangen und die ganzen Soldaten da, die wären dann hilflos. Das ist aber eigentlich ein Kompliment. Dann würde ich einen Soldaten würde ich dann nur hinschicken und sticht die dann alle von hinten ab. So heißt es also, wäre ganz gut gelöst. Jo. Ach gut. Irgendwie schon wahr, ne? Warum hat der da kaputte Säulen stehen? Das ist irgendwie keine gute Werbung, oder? Nee, eigentlich nicht, hast recht. Der baut seine Sachen nicht zu Ende. Ja. Echt nicht so cool. Ja, ich muss jetzt aufpassen, ich kann ja, leider nicht so viel. Geil. Was macht der Tempel denn überhaupt? Sag mal. Ich habe ja eben erzählt, dass wenn du einen Waffenbauer oder einen Schmied hast, dass die beten müssen ab und zu. Das kannst du entweder am Hauptquartier machen oder an so einem Tempel halt. Ach so. Ja. Und im Hauptquartier beten sie zu dir und im Tempel auch. Zum Adler, der Heilige. Warum Adler? Ja, das ist doch irgendwie so ein Vogel, oder nicht? Siehst du? Mir hast du schon ein bisschen recht, ne? Oder halt das Ho-Oh ist das einfach. Ja, stimmt, hier sind auch so Vogelköpfe. Ja, das ist, ja, ist Ho-Oh. Ho-Oh? Die beten zu Ho-Oh, ja. Das ist ein Pokémon. Ja, das ist das Pokémon, das Legendäre. Eins der Legendären. Ja, das sagst du mit deinem Scheiß, ja. Aber Ho-Oh ist das Regenbogen-Pokémon. Ach, das waren noch Zeiten. Samo. Schlimm. Die Serie ist leider schlimm. Ich wollte sie immer gucken, aber ich reg mich dann immer auf so schrecklich darüber. Ich hab mich immer aufgeregt, weil er die scheiß Pokémon nicht fängt. Das der freundet sich immer an mit dem Scheiß, ne? Der hat dann so ein legendäres Pokémon und dann sagt so, oh ja, tschüss, ne? Ich sehe dich nie wieder. Ja. Und dann hat er so ein cooles Lavita. Ja. Und ich denk so, ey, geil, ja, endlich mal ein cooles Pokémon. Und dann lässt er das wieder gehen irgendwann. Aha, stimmt. Ist das komplett oder weg. Dass er immer seine Wettkämpfe da verliert hier in der Liga. Das hat mich früher auch mal ziehen. Hab ich mir auch immer gedacht, ne? Ich glaube, der hat nur einmal gewonnen. Wenn ich der bessere Pokémon-Trainer bin als du, warum bist du dann der Protagonist von der Scheißserie? Okay, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Ja. Aber ist auch na gut, ist ja so ein Exkurs. Exkurs. Macht ja nichts. Genau. Der Graveyard. Schlimm. Ja, so das ein war Rätsel schon bei der Bäckerei. Hm? Schön.
Huch. Eine Schule. Ja. Guck, da ist die Glocke. Sogar mit Glocke, ja. Ich hab's gerade bewundert grad. Aber warum haben die da oben so einen Balkon? Steht denn der Schulleiter da oben oder was? Ja, der dirigiert dann da. Ey, du bist spät, komm mal. Ey, was raucht denn da vor der Schule? Ich sehe das alles von hier oben. Der sieht alles. Da glaubst du gar nicht, was der alles sieht. Ja. Der sieht sich sogar selber im Spiegel manchmal. Hat das so eine Outer Body Experience. Vom Spiegel. Jetzt rennen sie alle dahin. Was? Alle Männer jetzt zum Met. Ja, klar. Freitagabend. Zum Frust halt hier drin, deswegen. Jetzt sind alle Freitagabend. Ja. Aber heute ist Sonntag. Ja, heute ist. Nein. Doch. Heute ist Montagmorgen. Ja. Zum Glück noch nicht. Ja, jetzt müssen die nichts bekommen, aber nochmal hier hin. Ja, müssen nochmal hier. Achso. Hier ist noch genug. Wir haben noch einen Laden. Wow. Ich denke, ich kann bald mal angreifen. Würde ich nicht empfehlen, weil da verlierst du jeden Mann. Wow. Und am Ende stehst du da, hast du noch so eine Witwe, die noch im Dorf übrig bleibt. Nein. Ich gewinne. Und dann kommt dann Hugh Grant, oder wie der heißt. Professor Grant. Von Jurassic Park. Und der hat seinen Freund mitgebracht, dessen Namen ich vergessen habe. Und der Freund, der sagt dann wieder, Nature finds a way. Gut, die Witwe geht alleine in den Wald und kommt wieder mit 7 Kindern. Und davon sind 3 Frauen und 3 Männer. Okay. Und einer bist du, der Fischmensch. Der Fischmensch? Ja. Und du bist der neue Leader des neu erworbenen Dorfes. Cool. Und insgesamt 9 Einwohner. Und noch eine Brauerei, dann geht's nämlich noch schneller. Juhu. Aber du kannst ja von mir aus angreifen, dann sehen wir das alles. Wie heißt denn nochmal das? Wie heißt nochmal was? Das ist es. Beehive. Oh, Beehive. Aus der Pause. Sturla. Schwein. Kunde. Blutig. Nicht schlecht. Ja. Nicht so ein Scheiß wie Penner Olaf, der mir das Spiel versaut hat. Du hast das Spiel versaut. Der Penner Olaf war mein Backup und der hat mich nicht unterstützt, der Arsch. Was ich komme nicht mit Wegweisern oder so ein Scheiß, ne. Ups. Dagegen, guck mal da. Wunderschön. Okay. Kann ich rausschneiden. Ja, das muss man rausschneiden. Und hat gegen das Mikro gekracht, tut mir das sehr leid. Ja, das wissen die jetzt gar nicht mehr. Jetzt redest du über irgendwas, was gar nicht passiert ist. Die wundern sich jetzt an, die denken jetzt, hä? Wir schneiden es raus. Sei doch mal nicht so. Ja, ich bin eine Petze. Ja. Oh, es greifen an. Nein! Einer ist gestorben. Aber das sind Langschwerter oder was auch immer. Das sind aber viele. Oder? Das ist aber epic gegen. Das Skyrim ist da nichts gegen. War da nichts gegen. Lass mal Skyrim gespielt. Boah, guck das mal an. Was? Wie viele? Wie? Was? Ja, wie? Wir sind noch keine Schlangenmenschen, ne? Nee. Ja, das dezimiert meine Armee. Ja, du siehst jetzt da oben. Deine Nachrichten sind Totenkopf, 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 Totenkopf. Ja, das hat jetzt meine Armee ziemlich dezimiert. Totenkopf, Totenkopf. Leider. Guck dir das mal an. Skull and Crossbones. Ja, wow, und du wolltest angreifen. Nee, ich wollte angreifen. Das war eine sehr dumme Idee. Hätten die sogar noch Türme gehabt, oder? Und Katapulte. Und noch viel mehr Soldaten. Oh mein Gott. Und den Fischmensch. Ja, das auch. Alter, der hat einen goldenen Topf. Hm? Der goldene Schüssel der ewigen Jugend. Yeah. Ja. Wow, das war aber jetzt echt ein harter Angriff. Damit hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Mist? Hey. Toll. Wir haben gehört, dass du angreifen wolltest. Ja. Aber dann hätte ich ja meine Verbündeten als Backup gehabt. Ja? Ja. Glaube ich nicht. Verbinden sind irgendwie so Arschlöcher, habe ich das Gefühl. Quark. Huch. Ja, jetzt ganz schön was los. Ne? Meine Güte, da. Aber nicht so wie hier. Schätze ich wenigstens kann er wegen der Lautstärke. Oh, hier ist aber auch gerade nicht viel los. Was? Normalerweise guck, das ist Gold. Guck mal, hier ist viel los. Warum nimmst du nicht das Gold?
Von den Typen da. Jetzt gehen die alle da rein. Voll. Die haben Schuhe an, oder was? Ja. Ich schon. Hast du auch Schuhe? Ja. Ich stelle nicht. Also ich stelle welche her zumindest. Aber die Frauen dürfen keine Schuhe haben. Nee. Komischerweise nicht. Bin ich aber auch im echten Leben für. Ach so. Ich meine, man sieht ja, wie das eskaliert ist. Wow, man escalated quickly. Eine Frau wollte damals so einen Holzschuh haben. Jetzt gibt's Zalando. Jetzt sieht man, wie die überkompensiert haben. Zalando. 30.000 pro Tag, bitte. War nur ein Scherz. Ja, genau. Scherz war das. Hohoho. Hohoho. Ja. Rein mit dir. Sowas. Sowas aber auch. Storch. Wunderschön. Storch haben zu tun, ne? Haben Fische. Borg. Gibt's denn eigentlich. Das werf ich echt. Erwachsene Menschen, die dann so Storchbabys. Wow, guck mal, die haben sie auch schon. Ja. Was ist das so ein gegenseitiges Agreement? Hm? Naja, wenn die Störche Menschenbabys vorbeibringen, ja. Ne, wie wir alle wissen, ja. Dann müssen doch bei einer fairen Vereinbarung müssen dann doch die erwachsenen Menschen Storchbabys zu den Störchen bringen, oder nicht? Nein. Oder? Wieso? Das ist ein einseitiger Vertrag. Einseitig? Ja, was, ja. Dann kriegen die gar nichts, oder was? So, was ich eben sagen wollte, ich höre jetzt echt. Ja, verdammt, jetzt verspreche ich mich schon wieder. Öfter mal einen Blick hier hin. Öfter mal einen Blick hier hin. Weil ich habe keinen Bock, nochmal so angegriffen zu werden. Und dann schicke ich einfach mal meine Leute hier rein, in den Fenstertower. Ja, genau, und dann sind die alle da drin und dann. Ja, und dann habe ich mehr Unterstützung. Und ja. Sterben ist so viel. Und dann schießen die mit ihren scheiß Bogenschützen jedem ins Gesicht. Ja. Oder woanders hin. Wie, woanders hin? Ja, woanders hin. Kannst du dir jetzt aussuchen. Guck mal, eigentlich könnte ich jetzt wirklich angreifen. Hier ist ja gar nichts mehr. Aber das die Kaserne hast du, ist halt das noch hast da. Du beim letzten Mal auch schon mal gedacht. Und dann kamen die da plötzlich wieder alle an. Ja, weil hier gleich wieder Soldaten rauskommen. Aber schick dann. Ja, genau. Die sind da alle drin, nämlich. Ja, der macht dann immer welche. Vielleicht kommen ja gleich welche. Aber hier ist echt nicht mehr viel. Guck dir das mal an. Alter Schwede. Ah, guck mal, jetzt kommen sie wieder. Ja, aber das sind auch nicht viele. Nee, stimmt. Greif an, jetzt, sofort. Ah, nee, oh. Okay. Ja. Aber die haben Goldschwerter, ne? Hm. Jeder weiß, dass in Minecraft viele. Diamantenschwerter deutlich geiler sind als Goldschwerter und das Eisenschwerter auch besser sind als Goldschwerter. Das weiß jeder. Und Goldschwerter eigentlich nur besser sind als Holzschwerter. Holzschwerter. Obwohl eigentlich auch nicht wirklich. Wegen der Effizienz und den Materialien, die dafür nutzt. Gold ist eigentlich komplett scheiße. Ja, sieht auch schon aus. Deswegen gibt es ja Gold zu Geld oder so. Wie es heißt. Den Service, bei dem man Gold einschicken kann. Ach, muss man eigentlich, wenn man reich wäre, muss man eigentlich so einen Goldbarmer dahin schicken. Ja, ne? Einfach mal gucken, was sie da sagen. Das wäre aber eigentlich ganz schön. Oder wenn man zum Beispiel den Dings. Scheiße. Ja, die kommen ja gar nicht mehr zum Aufbauen. Den Pokal. Das finde ich echt schön. Was? Die kommen ja gar nicht mehr zum Aufbauen. Wir haben zwar eine Armee. Die haben ja auch keine Bilder. Wie sollen wir das machen? Doch klar, haben die Bilder hier. Wo ist der Bilder? Töte den Bilder. Eigentlich schon. Du reparierst das jetzt. Vielleicht die Flamme weg. Angriff. Ja, natürlich, mit dem Hammer macht man die Flamme weg. Ja, natürlich. Wie sonst? Ja, wie sonst? Oh, oh. Kannst du die Bären auf deine Seite holen? Leider nicht. Schade. Da hätte ich nicht eine gute Idee. Zahn die wieder ab. Toll. Hm. Defense stopped. Die haben ein bisschen Angst. Ich würde sagen, du sollst deine Front ein bisschen weit nach vorne noch verlegen. Ja, ne? Aber dann ist eigentlich ganz geil. Dann haben die noch mehr Angst vor dir. Und irgendwann schließen sie sich dir an und dann kannst du endlich die anderen Dörfer zerstören. Yeah. Das war doch das Ziel des Spiels, oder? Ja. Nein. Was? Nicht? Nein. Kommst du noch auf solche furchtbaren Ideen? Ich dachte, es geht jetzt darum, dass einer von uns der neue dunkle Lord wird und dann die anderen unschuldigen Dörfer das umbringt. Das wäre eigentlich auch noch eine coole Idee gewesen. Das hätte ich auf jeden Fall gemacht. Hm. Collections.
Was ist denn das? Die haben Hunger. Jetzt habe ich wieder ein Nahrungsproblem. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ich einmal konnte ich es abwenden. Ja, wie hast du das eigentlich mit deinen 300 Soldaten damals gemacht? Da hat sich auf Easiest, da hatten wir keine Bedürfnisse. Ah. Das war deutlich angenehmer. 15 Bäckereien und 30 Fischer? Nee. Da schläft er auch schon wieder. Wetten, da heißt Olaf. Klick mal auf den schlafenden Arsch. Ja. Jetzt ist er weg, jetzt ist er weg. Olaf? Nein, Archer oder so. Ja, Archer ist sein Beruf. Warte, das ist er. Das ist Olaf, der Archer. Grani. Ja, Grani. Kannst dich schön umbenennen, aber. Ich weiß trotzdem, wer du bist. Oh, jetzt. Oh, oh, die haben schon wieder ganz schön viele Leute, du. Oh ja. Bauen noch wieder gut. Aber ich glaube, die kannst du auch nicht ab und zu so schwächen von Soldaten her, oder? Nein, die kriegen ja immer wieder neue. Kriegen ja sofort wieder neu, ne? Ja. Leider ja. Leider ja. 18 Soldaten. Glaubst du, mit denen kriege ich die? Ist ja nix, ne? Hatte ich ja eben in meinem Dorf auch. Ja. Fast. Beinahe. Und wie viele Schlangensoldaten hat es gebraucht, um meine drei Helden zu töten? 6. Echt? Ja, 6 schon. Oh. Ich hab nicht gezählt. Wessen ein Held kann einen Schlangen töten, bevor er selber stirbt. Ja. Das so ist ungefähr. Ziemlich erbärmlich. In der Tat. Der blonde Bäcker. So, ja, ich Alter, denke, mal, die zwei, Frau drei. Ist ja schon ewig alt. Nein, jetzt schon immer so, ja. Das ist grau. Ja. Okay. Das ist grau, das ist neue blond. So, ich denke, ja, ein, zwei Folgen werde ich noch brauchen, dann sollte das ja eigentlich erledigt sein. Ein, zwei Folgen? Ein, zwei Folgen. Dann bist du komplett fertig? Ja. Wow. Schätze ich jetzt mal. Wow. Dann bin ich ja fast stolz auf dich. Mhm. Aber nur fast. Nur fast? Ja. Das ist aber nicht nett. Du bist auch nicht nett. Du bist ein fieser Map, bist du. Ja. Guck mal, was du hier gemacht hast. Du hast all deine treuen Unterstützer in den Tod geschickt. Mobilisieren und angreifen? Willst du nicht vorher speichern? Und dann zum Spaß machen? Nein. Weil ich habe dir schon die Geschichte erzählt, was passiert, wenn die jetzt alle sterben. Ja, hast du recht. Aber du kannst es gerne machen. Nee, ich warte noch ein kleines bisschen. Ich brauche noch ein paar mehr. Wie gesagt, nächste Folge oder zwei übernächste. Zwei, das reicht. Toll. Klar. Ich stelle mir vor, die zwei werden nicht da. Willst du auch irgendwie taktisch angreifen, dass du deine Bogenschützen irgendwo an einer bestimmten Position hinstellst und dann mit drauf. Den Langschwertern von links angreifst? Nein, einfach drauf. Einfach alles draufhauen? Ja, ja, okay. So macht man das hier. So macht man das. Das ist die neue Taktik. Das ist die beste Taktik immer noch, ja. Ist es ja auch. Wir sind ja nicht die Römer, die irgendwie so blöd von der Flanke angreifen oder so. Die sind auch nicht mehr. Was meinst du, warum? Ja, stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, siehst du mal. Natürlich habe ich recht. Man hat es ja im Zweiten Weltkrieg auch schon recht. Das ist ganz Taktik. Beste Taktik ist einfach drauf. Einfach drauf, genau. Zumindest hier. Scheinbar. Guck mal, kein Schwein in der Schule, ne? Ist mal wieder klar. Dann gehen halt alle zur Armee. Ja. So, perfekt. Greifst du jetzt an? Soll ich? Ich meine, wir haben heute schon ein Spiel verloren, ne? Ich verliere dadurch nicht. Ich werde etwas zurückgeschlagen. Ja, du wirst zurückgeschlagen und dann kommt er mit seinem Nachschub in dein Dorf. Oh, das könnte natürlich passieren. Aber ich habe dann meine Wachtürme hier, guck mal. Ja gut, ist deine Entscheidung. Machen wir nächste Season. Nächste Season? Session. Session. Tut mir leid. Ja, ich meine, wir haben ja schon 30 Minuten, kannst du direkt danach eine neue Session anschauen, theoretisch. Ja. Und dann direkt mit dem schönen Angriff, mit dem Battle anfangen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich? Kannst du gerne machen. Ich glaube, das verlieren wir noch. Das macht ja nichts. Doch, doch. Wir dürfen ja verlieren. Nein. Doch, ich schon. Komm ich auf dein Niveau. Fuck you.
Noch mehr Soldaten. Klar, immer her damit. Ich nehme mit alles. 90 haben wir. Also wir haben jetzt 57. 57 oder nein. Zwei sind noch in der Ausbildung, also 59. 59, so geil. Geil, ne? Das reicht gegen die 100 Schwarten. Ja. Gegen die 100.000. 100 Millionen. Naja. Ja. Schick sie lieber nochmal in den Tempel voll. Ja. Können sie nochmal beten. Dann, das wird der Kampf sein, der alles entscheidet. Ah, noch nicht, aber. Doch. Nein. Eindeutig. Wetten, wenn du deine Soldaten alle verloren hast, kommen die anderen dafür alle an und klauen dir all den Scheiß. Das kann natürlich sein. Ich finde diese Helme so lustig. Du kommst doch nicht mal mehr an diesen vorbei, an den Typen vorbei. Das stimmt. Ich finde diese Helme trotzdem lustig. Die sehen geil aus. Blechköpfe. Ja. Guck mal, wie viel hier schon gefallen sind. Ja. Waren, glaube ich, auch ein paar von dir, ne? Ja. Das kommt so ein. Was ist das da? Ja. Du hast gute Chancen, das ist gute Chancen. Ich möchte dir gut zureden. Ich bräuchte halt eigentlich vorher nochmal Met für jeden, deswegen. Ich hab grad nicht genug. Met. Ja. Exakt. Oder? Oder nicht? Doch, könnte eigentlich immer. Doch, könnte eigentlich immer. Mensch. Yeah. Okay, go. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Angriff, wenn die alle ihr Met haben. Get your Met. Entzünden. Alter, Schwede. Guck mal, da oben ist Gold oder so, ne? Ja. Schön. Mein Spiel war gar nicht gespeichert. Stimmt. Alles ist weg. Oha. Wer hätte auch gedacht, dass es so schnell enden kann. Das sind aber doch ein bisschen viele auf hier. Easy. Ist aber auch ein bisschen gemein, dass das Spiel einfach nur so easy ist, easy und normal hat. Ja, irgendwie schon. Normal ist ja da das fühlt neue man sich Hand. Schon so wie ein Arschloch, wenn man auf irgendwas, was unter normal ist, weißt ja, du? Ja, und dann da verliert, ne? Kurz, zum Beispiel, wenn man so ist wie der Wolf bei dem Mann damals. Der konnte ja auch immer nur normal nehmen. Ja? Ja. Weil normal ist halt so, wie das Spiel eigentlich gespielt werden sollte. Ja, eigentlich normalerweise. Schon. Normalerweise schon. Aber hier ist normal hart. Und hier ist normal das Harte, ja. Das sieht aber sehr brutal hier aus. Ja. Sieht nicht so aus, sehr als gory das, detail. Sieht nicht so aus, als könnte ich das gewinnen. Doch, davon. Na. Guck mal, die sind jetzt alle weg. Ich komme wieder. Besetz einfach den Turm von denen. Ich glaube, ich warte einfach. Wir machen das einfach nächste Runde. Da kannst du die Band jetzt. Ja, ich schicke dir nur noch gerade hier rein. Entschuldigen Sie bitte, ich habe gegähnt. Kein Ding. Ist auch sehr ermüdend. Dein Gespiele, ja. Ja. Und dein Gelaber vor allem. Ja, das sowieso. Moment mal, sind das die Schlangentypen? Was? Wenn die Schlangenmenschen angebetet in dem Tempel? Nein. Nicht? Da war doch ein Vogelkopf drauf. Ja, aber ich habe mir die Schlangenmenschen auch nicht genau angeguckt. Die sehen nicht so aus wie Vögel. Genau, und Dinosaurier auch nicht, aber die haben trotzdem Fehler. Scheinbar. Da werden sie gerade nochmal richtig schön angegriffen, glaube ich. Ja. Boah, guck das mal an. Ja, gut, dann komm, gehst du da jetzt direkt mit rein, weil ja, das ist verloren. Ja. Okay, dann go. Machen wir das noch. Da hast du jetzt nur 43 Selected. Müssen wir noch. Oh oh. Ah, don't worry, be happy. Na, Kuna Matata. Ja. Attacke. Okay, das machen wir jetzt noch. Aber ich speichere vorher nochmal. Und wenn das nicht hinhaut, dann cheat ich ein bisschen. Ist das jetzt einfach das Safe? Ja, ist ja gut. Erstmal das Tor weg. Wo ich da rein kann. Tor weg. Kannst du nicht einfach aufmachen? Guck mal, der macht das doch völlig auf. Ach, da, scheiße. Oh, der kann. Der macht das doch völlig auf. Siehst du? Okay, Angriff. Scheinbar Rückzug. Oh. Okay.
Stärke des Wassers, ne? Ja, irgendwie schon. Gut, kommen wir zu einer Fashion. Ob Helden oder einfache Soldaten, sie sterben alle, wenn man sie lange genug mit einem Schwert zerstückelt. Ah. So ist es auch mit uns Let's Playern, denn nein, wenn man dauerhaft versagt, ist es auch langsam Zeit, die Session zu beenden. Aber das Gute ist ja, dass ich gerade vorher gespeichert habe. Und dann ist es jetzt einfach gar nicht passiert. Das ist aber eigentlich gecheatet, das ist eigentlich uncool. Aber von mir aus, wenn du so, so spielen möchtest, dann können wir das natürlich machen. Aber eigentlich spiele ich immer gerne so Iron Man-Style, dass man halt eben Commitment zeigt. Ja? Wenn man was sich für etwas entscheidet, dann bleibt man auch dabei. Ja, ich habe mich eben dazu entschieden zu cheaten. Genau. Ja. Also? So heißt, du bist zum Beispiel jetzt der Cheater. Aber ist ja okay, ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja okay, es guckt dir eh keinen Fall. Eben. Mhm. Mhm. So. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir mal ein Päuschen jetzt. Und ja, danken wir uns fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ja, ciao, tschüss.